Heute ist Sonntag, der 3.4.2022 mit Zeit. If Joshua can share last week when what this very important in the beginning, what he saw about God and what God was saying to him. Joshua, kannst du bitte uns allen mitteilen, was du letzte Woche über Gott gesehen hast und was Gott uns mitteilt? Mit ihm. Was Gott mit dir geteilt hat. Yeah. So ja? I can begin. Ja. Nicht laut genug? Ja, du erzählst einfach die ganze Geschichte auf Deutsch und ich übersetze sie dann auf Englisch. Okay. Also ich war in Zoom gewesen, letzte Woche war das wahrscheinlich. Oder vorletzte, ich denke es war letzte Woche. Und Papa hat angefangen zu reden, aber irgendwie habe ich nicht mehr zugehört. Und dann war ich ein bisschen abgekapselt, aber ich habe den Bildschirm noch gesehen, aber irgendwie war ich auch weg. Und es war so ein Zwischenstadium zwischen zwei Welten. Und dann habe ich gesehen, wie ich beim Schwimmwettkampf war. Und da bin ich geschwommen und ich bin angekommen. Und ich habe, da ist immer so eine riesige Tafel, wo man sieht, wie schnell man war. Und ich war 10 Sekunden schneller. Und ich bin vor Wut, also nicht vor Wut, sondern vor Freude, bin ich einfach ausgerastet. Aber ich war nicht der Erste gewesen, da waren schnellere Leute gewesen. Aber weil ich so schnell geworden bin, in so kurzer Zeit, bin ich so ausgerastet. Und ich habe richtig durch diese Halle geschrien und hat richtig meinen Schrei gehört. Und dann bin ich aus dem Wasser rausgekommen und dann habe ich mich selber gesehen. Aber ich war nicht mehr, also ich bin jetzt 1,80 groß oder so, weil ich war da so 2,06 Meter. Und ich hatte den Körperbau von Simon gehabt. Und meine Arme sahen noch aus wie Simons Arme. Und ich war wirklich riesig gewesen. Mein Kreuz war wahrscheinlich ungefähr, also Moses ist ja wirklich schon groß und breit, aber mein Kreuz war nochmal ungefähr so ein Stück breiter als Moses. Ich weiß nicht, war wirklich sehr riesig gewesen. Und Leute hatten Angst vor mir in dieser Halle. Ich bin da durchgelaufen und die Leute hatten Angst und haben gezittert, wenn ich an ihm vorbeigegangen bin. Und genau, bin ich vorbeigelaufen. Aber ich habe auch Stefan gesehen, weil Stefan. Aber ich wollte nur wissen, was die, über Gott. Über Gott, was hast du gesehen? Ja. Ach, den Endteil? Ja, diese. Ja. Ah, okay, ja, okay, dann machen wir es nicht so lang. Dann habe ich den Endteil gesehen. Also beim Endteil war es dann so, dass ich nicht wusste, für was ich geschrien habe. Dann bin ich eingeschlafen irgendwie und dann kam Gott zu mir. Und er kam direkt vor mich und es war überall Licht um ihn herum. Ich habe nur sein Gesicht gesehen, ich konnte nichts anderes sehen. Und dann hat er wirklich geschrien in dieser Wut, die ich auch immer beim Sport habe, hat er mich angeschrien, hat gesagt, du gehörst nur zu mir, du gehörst zu niemandem anderem. Und dann habe ich ihn auch angeschrien und ich habe gesagt, ja, ich gehöre nur zu dir und zu niemand anderem. Und da meinte Gott, du gehörst auch nicht zu deiner Familie, du gehörst zu niemandem. Ich bin deine Familie und nur du gehörst zu mir. Also nein, nur ich gehöre zu dir. Und auch du gehörst nicht zur Zeit. Ja, genau, und ich gehöre auch nicht zur Zeit und auch nicht zu meinen Brüdern hier oder zu irgendjemandem, sondern nur zu ihm. He saw, he first had something. Only about God. Yeah, only for context. He saw about something is swimming, then he screamed. And then he saw that God came to him. He was enveloped in light. And he screamed. And God screamed back and said to him, and screamed, you only belong to me. And then Joshua screamed back to God, yes, I only belong to you. And then God screamed back, you don't belong to your father. You don't belong to Zahi, to your family, not to your friends, not to anyone. You don't belong to your mother, your brothers, etc., etc. You only belong to me, God said. And Joshua said, yes, I only belong to you. So. God created every creation. Gott hat jede Schöpfung erschaffen. And each individual. Und jedes Individuum. In two moment, you saw the song, which was singing song. In wahren Momente habt ihr dieses Lied gelesen, was ein Lied war. No, God was singing song for every human spirit when he created songbook.
Gott hat dieses Liederbuch gehabt, was er für jedes einzelne Wesen hatte, ein Lied gesungen und in diesem Liederbuch niedergeschrieben. What is telling us? Yeah. Was sagt uns das? That everyone in this creation was so special that God was creating them individual and same time God was singing one song in love for this spirit, only this. Jeder in dieser Schöpfung ist sehr besonders und Gott hat für jeden Einzelnen ein einzigartiges Lied gesungen. Now, how long it took before your spirit was complete? Und wie lange brauchte es, bis euer Geist vollendet war? Zu Ende gebaut. Let's talk only one spirit. Lasst uns über nur einen einzigen Geist reden. Um diesen zu erschaffen, how long you think it took exactly? Wie lange, denkt ihr, brauchte Gott dafür? Before this spiritual material, God could make so fine that this material became very light, actually. Was glaubt ihr, wann war der Zeitpunkt, dass dieses geistige Material, was Gott benutzt hat, um unseren Geist zu machen, so fein war, dass es zu einer sehr leichten Substanz wurde? Can you imagine how long took for God? Könnt ihr euch vorstellen, wie lange Gott dafür gebraucht hat? And this material body. Und dieser materielle Körper. When baby comes. Wenn ein Baby geboren wird. It comes about 3 kilo, let's say. Manchmal wiegt das Kind ja ungefähr so 3 Kilo. More or less. Mehr oder weniger. But spiritual material. Aber das geistige Material. To make a fine, to make a polish or schleif. Ja, um das so fein zu machen, um das so zu polieren oder zu schleifen, sozusagen. What do you think, how much the spirit was in the beginning? Not more than 1 gram, actually. Was glaubt ihr? Dieser Geist hat am Anfang nicht mehr als 1 Gramm gewogen. And what do you think, how long it took for God? Was glaubt ihr, wie lange hat Gott dafür gebraucht, um das zu erreichen? To bring this material in this position that it can be used for spirit. Um dieses Material so in diese Position zu bringen, so herzustellen, dass es dann für den Geist genutzt werden kann. But still. Und immer noch. This material, even God make this material so fine, life cannot take place actually. Obwohl Gott dieses Material so fein gemacht hatte, konnte er immer noch kein Leben erschaffen. In this time process, und in dieser Zeitperiode, timing was not there. Ich meine, damals gab es noch keine Zeit, als Gott diese Materialien erschaffen hat. What do you think, how long took this process actually? Was glaubt ihr, wie lange haben diese Prozesse gebraucht? For you. Um jeden Einzelnen, der hier sitzt, zu erschaffen. Because God was creating one to one. Weil only one spirit, then one spirit, then one spirit, then one spirit. Weil Gott erschuf nur einen Geist nach dem anderen. Er hat erst einen Geist fertiggestellt und dann den nächsten erschaffen. So, let me ask you this question. Und ich frage euch jetzt also. How long, let's say for you, or let's say for Marion, or let's say for this Venus, or whatever, or anybody, give me the answer. Timing was not there. Ihr kennt euch selber am besten. Wie lange hat es zum Beispiel für Marion gebraucht oder für Ines? Oder jeder, der hier sitzt. Was glaubt ihr, wie lange hat es gebraucht, um euch zu erschaffen? Like even tougher work. Like the man who make it. Wie bei einem Töpfer, ja? He take one pot by one pot. Yeah.
Er macht eine Schale nach der anderen. So, only I want to know the answer actually. What do you think, what timing took God actually? Ich möchte nur eine Antwort nach der anderen. Was glaubt ihr? Wie viel Zeit hat Gott für einen Geist gebraucht? Ja. Sagt es mir. Ja, Hartmut. Ich versuche meine Antwort. Deine Art der Frage lässt darauf schließen, dass es sehr lange gedauert hat. Aber dadurch, dass wir sehr viele Geistwesen sind, muss es ja auch eine gewisse Routine und Schnelligkeit gehabt haben. No. Ich weiß es nicht, wie lange, aber ich vermute, dass es sehr lange gedauert hat. For God was no Schnelligkeit. Für Gott war es kein Thema der Schnelligkeit oder only der Routine. To create one eyes. Nur um alleine ein Auge zu erschaffen. It took eternal time period. Braucht es eine ewige Zeitperiode. To create one leaf. Um alleine ein Blatt zu erschaffen. It took eternal time period. Hat es eine ewige Zeitperiode gebraucht. God saying in our book. Gott sagt in unserem Buch. Today human being. Heute sind die Menschen. They pass nature. Durchqueren sie die Natur. They see everywhere leaves. Und überall sehen sie Blätter. They see flower. Sie sehen Blumen. But for me. Aber für mich. That one leaf come out for one tree, it was an eternal time period. Damit ein Baum entsteht, dafür habe ich eine ewige Zeitperiode gebraucht. No, that Stamm get the leaf. Dass ein Stamm diese Blätter bekommt, dafür habe ich eine ewige Zeit gebraucht. So, you don't know how God was feeling when each one spirit take eternal time period. Ihr wisst also nicht, wie Gott sich gefühlt hat, nachdem er nach einer ewigen Zeitperiode alleine einen Geist erschaffen konnte. Oder nachdem er jeden einzelnen Geist erschaffen hat, nach einer ewigen Zeitperiode nach der anderen. Internal time period. Diese ewige Zeitperiode. If science can come out, how much time period was? Kann die Wissenschaft jemals herausfinden, wie lange diese Zeitperiode war? I think no computer can comprehend this number. Numbers. Kein Computer kann diese Zahl fassen. So now let's put this. Lasst es uns also so sagen. Mother carry baby 9 months. Eine Mutter trägt ein Baby für 9 Monate in ihrem Bauch. And then how much she fall in love with this baby. Und wie sehr verliebt sie sich in dieses Kind nach alleine 9 Monaten. 9 months is a very short time period. 9 Monate ist im Vergleich dazu eine sehr kurze Zeitperiode. And when baby born. Wenn das Baby geboren wird. We can feel as a parent. Dann können wir uns als Eltern fühlen. That how much emotional bond we have with this baby. Oder dann fühlen wir als Eltern, wie tief diese emotionale Beziehung, diese emotionale Gebundenheit an dieses Baby ist. Mother has more than father. Die Mutter hat mehr als der Vater. Now let's talk about eternal time period. Lasst uns also jetzt über diese ewige Zeitperiode reden. God is carrying one spirit. Gott trägt ein Geist. Eternal time period. Time cannot go on thus. Trägt yeah. Sozusagen ist er mit einem Geist für eine ewige Zeitperiode schwanger. Because God say, I give the birth. Weil Gott hat gesagt, er hat diese Geistwesen geboren. I give the birth to love. Ich habe die Liebe geboren, hat Gott gesagt. I give the birth to life. Ich habe das Leben geboren. So, if we say God was carrying one spirit in his concept, in his emotion, billion years? Wie lange? For example. Wir könnten also zum Beispiel sagen, dass Gott alleine ein Geistwesen für Milliarden, für Trilliarden von und so mehr Jahren in seinem Konzept
und in seinem Herzen getragen hat. And he was carrying this baby. Und dieses Baby hat er in his emotion, in seinen Emotionen getragen, ausgetragen. And baby still is not a reality. Und dieses Baby war immer noch nicht Realität. So we are not talking how far we can go by number. Wir reden also nicht darüber, wie weit wir mit den Zahlen gehen können. Then no number can go reach this. Keine Zahl, keine der existierenden Zahlen kann diese Zeitperiode erreichen oder beschreiben. So if one woman carry pregnancy trillion years, wenn also eine Frau für Trilliarden von Jahren schwanger ist, and then this baby, then she see the life, how is she gonna feel? Und dann dieses Leben sieht, was aus ihr entstanden ist, was glaubt ihr, wie fühlt sie sich? Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? You cannot imagine. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. But God saying something about you. Aber Gott sagt etwas über euch. You are very, very, very unthankful creation. Ihr seid eine sehr, 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 sehr undankbare Schöpfung. Who saying this? Wer sagt das? God saying this. Gott sagt das. God went crazy. Gott ist verrückt gegangen. When he saw this baby internal time period came out. Als er gesehen hat, dass dieses Baby nach dieser ewigen Zeitperiode geboren wurde. And then this baby one day do not want to grow with God actually. Und dann sieht er, dass dieses Baby eines Tages nicht mehr mit Gott wachsen wollte. I was always saying to my family. Ich habe immer zu meiner Familie gesagt. I have many children. Ich habe viele Kinder. But Joshua. Aber Joshua. I see all the time with God. Den sehe ich immer, dass er mit Gott zusammen ist. I was very surprised always. Das hat mich sehr überrascht. And every time, one time I say to God, what he is unique value or what he do something special, that very every time I see him with you. Gott, was ist Joshuas einzigartiger Wert oder seine besondere Fähigkeit, dass ich ihn jedes Mal mit dir zusammen sehe? God says, und Gott sagte, I feel peace and joy with him. Ich fühle Frieden und Freude mit ihm. And you don't know. Und du weißt nicht. But one day you will come to know story of love actually. Aber eines Tages wirst du unsere Geschichte zwischen mir und Joshua, der Liebe, irgendwann wirst du sie kennenlernen. No child I saw with God. Kein anderes Kind habe ich mit Gott gesehen. And now God was saying to him. Und jetzt hat Gott zu ihm gesagt, zu Joshua. You not belong to your family. Du gehörst nicht zu deiner Familie. You not belong to nobody. Du gehörst zu niemanden. You not belong to Zahid. Und du gehörst nicht zu Zahid. What kind of crazy love God has with him, what we never came to know. Was für eine verrückte Liebe hat Gott mit ihm, die wir noch nie kennengelernt haben. And God was shouting. Und Gott hat geschrien. And then he was shouting to I belong to you. Und dann hat er Gott angeschrien und gesagt, ich gehöre zu dir. There are so many beautiful stories in love of every individual. Es gibt so viele wunderschöne Geschichten der Liebe über jedes Individuum. But all this creation is fallen. Aber diese ganze Schöpfung ist gefallen. And God came verrückt actually. Und Gott wurde verrückt. And because of this, und deswegen, God trying to forget this creation, versucht Gott diese Schöpfung zu vergessen, and creating new creation, und er schafft eine neue Schöpfung. Again, our book saying in hoping, und wieder sagt unser Buch in Hoffnung,
that one being find this eyes to see God love the way God wish in his eternal life. Dass ein Wesen mindestens diese Augen, diesen Blick findet, wie Gott diese ganze Ewigkeit anschaut. Now let's see, I got it to a title. Ja, und jetzt lasst uns mal sagen, ihr wisst ja, ich habe den Titel bekommen. God Heart. Gottes Herz. I'm representing God Heart. Ich repräsentiere Gottes Herz. Not only Earth. Nicht nur auf Erden. God say also I will send you many eternal creations. Gott hat auch gesagt, ich werde dich zu vielen ewigen Schöpfungen schicken. So represent my heart. Um mein Herz zu repräsentieren. And here. Und hier. God says to Joshua, you also not belong to Zahid. Sagt Gott zu Joshua, du gehörst nicht mal zu Zahid. Can you make this picture clear? Könnt ihr euch dieses Bild jetzt klar machen? Maybe you can help me. Vielleicht könnt ihr mir ja helfen. Yeah, please. Help me a little bit. Helf mir, was bedeutet das? Try to feel. Versucht nachzuempfinden. Yeah. Just lock up your mind a little bit. Yeah? Versucht euren Verstand auszuschalten. Yes. Is your mind gonna bring you many wrong places? Ja, euer Verstand bringt euch an viele falsche Orte. And waste your time again. Und verschwendet eure Zeit. Now make this complication knäuel clear to me. Mach dieses komplizierte Knäuel für mich klar. Was bedeutet das? Ich repräsentiere Gottes Herz. And God says, you do not belong to even Zahid. Und Gott sagt aber zu Joshua, du gehörst nicht mal zu Zahid. And God was shouting. Und Gott hat ausgeschrien. When you are shouting, there are two expectations. Wenn ihr schreit, dann hat der Schrei zwei Aspekte. Two aspects. Zwei Aspekte hat die. Are you angry? Bist du wütend? Or you don't want to lose somebody? Oder willst du jemanden nicht verlieren? You got it? Habt ihr es verstanden? Das sind die zwei Aspekte dieses Schreis. There is no other between third actually. Es gibt kein drittes dazwischen. When you are shouting, you are in emotional or you are in anger. Wenn du schreist, dann bist du entweder emotional oder du bist sauer. So, little bit help me to solve this problem. God saying, you are not even belong to Zahid. Helft mir also, diese Aussage zu lösen, wenn Gott sagt, du gehörst nicht mal zu Zahid, zu Joshua. Turn the speaker. Jetzt könnt ihr euer Mikrofon anmachen. Let me see how much feeling they have. Und lasst mich sehen, wie viel Gefühl ihr habt. Yes. Yeah. I know 24 hours this. You have full tank benzene of your mind. I know this. Ich weiß, 24 Stunden am Tag ist der Tank eures Verstandes voll mit Benzin gefüllt. Immer bereit zu arbeiten. Continue working even you don't want to think even, you know? Der arbeitet selbst weiter, selbst wenn ihr nicht weiterdenken wollt. How much victimized we are. Was für Opfer wir unseres Verstandes sind. So. Now explain. Kann es sein, dass der Geist von Joshua noch größer ist und noch mehr Aufgaben hat in Zukunft als deiner und noch näher mit Gott verbunden ist als deiner? When you explain me the use, this sentence of human tendency, kann sein, we take away. Ja, nimm mir das okay. Mit. Kann es sein, ja, ich just mir, say, gib mir klare Sätze, klare Aussagen. What you say. Also ich traue mich, das noch nicht zu behaupten. Yes. Nur das ist das, was ich empfinde. Ja, okay, very good. She said, is it that Joshua's spirit is in the future greater than yours, that he will even have a deeper relationship with God than you have? Hartmut, want to say something? Jetzt Hartmut. Bis jetzt haben wir immer gedacht, dass das Herz die höchste Verbindung darstellt, die ein menschliches Wesen für Gott einnehmen kann. Dadurch, dass Joshua darüber noch eine Beziehung mit Gott erwartet, heißt das, dass wir über das Herz noch einmal neue Dimensionen der Gottesbeziehung gezeigt werden. Und Joschka,
ist dann einer der ersten Menschen, dem dieses Glück zuteil wird. He said that, sehr schön, Hartmut. He said that, could it be, not could it be, could be, yeah, that's kann right. sein, could be, yeah. sollte, wollte, yeah. das ist gefallene Wort. Yeah. You know? Sagt einfach yeah. Gefühle. Yeah? He said yeah. that through the heart we find new expressions of this love, of this relationship, and that Joshua is the first one who achieved this higher blessing that comes after the heart. Wow. Wow, Hartmut. How much feeling Hartmut has. Wie viel Gefühl Hartmut hat. When Hartmut has a feeling. Wenn Hartmut Gefühl hat. For a few moments he's open everything. You know? Für ein paar Momente ist alles offen für ihn. Yes, like a Wolke. So wie eine Wolke, die sich bewegt. Somebody else want to say? Möchte noch jemand was sagen? Because then I will tell where the Bible begin, where the end, but it will be very beautiful to see this point of view, the Bible. Weil wenn wir das haben, dann werde ich erzählen aus der Bibel, wo die Bibel damit beginnt, wo sie damit endet. Yes, so please. Silvana? Ich habe das Gefühl, er hat zu der Seele gesprochen. Am Anfang hat doch Gott auch zu jeder Seele gesprochen, sag mir, wer ich bin. Und die hat geantwortet, ich bin dein Vater. Also mein Gefühl ist, er hat das beschrieben, was Gott zu jeder Seele gesagt hat. Und im Grunde gilt das für jede Seele. Okay. She said that Joshua was describing from God's point of view what he said at the beginning to his creation. When he was creating the slide, I think she means the story, where God said to the slide, I belong to you, I belong to you, I belong to you, and the slide unconsciously said, yes, I belong to you, I belong to you, I belong to you. I want to ask you one question, all of you. Ich möchte euch allen eine Frage stellen. When you gonna find what God is saying about you? Wann werdet ihr herausfinden, was Gott über euch sagt? When you gonna find out? Wann werdet ihr das herausfinden? You became alte Knacker. You became old. Ihr seid schon alte Knacker geworden. When you gonna find out about you? Wann werdet ihr über euch das herausfinden? It is not time that you find out from God. Ist es nicht Zeit, dass ihr von Gott herausfindet, who you are, wer ihr seid? That's a good question or that's not a good question? Ist das nicht eine gute Frage? Or should not ask this question? Oder sollte ich diese Frage gar nicht stellen? Yes, Azur, you should ask. You should ask. Bother you this question? Stört euch diese Frage? Nein, ganz im Gegenteil. Diese Frage habe ich Gott schon mehrfach gefragt. And he don't give you answer. Azur, you must. Keine Antwort. He didn't give you answer? Hat er euch keine Antwort gegeben? Then something is wrong with you. Dann ist etwas falsch mit euch. Something is wrong with you. Dann ist etwas falsch mit euch. One young boy gets the answer and one old woman never gets the answer. Wenn ein junger Mann, ja, ein junger Junge, diese Antwort bekommt und ihr in eurem überaus fortgeschrittenen Alter das noch nicht erhalten habt, dann ist hier etwas falsch und das liegt an euch. When God gonna give you answer? Wann wird Gott euch diese Antwort geben? This is my question to you. Das ist meine Frage an euch. When you wanna find back home, wann werdet ihr zurück nach Hause finden? When? Wann? Azur, when our dark spirits will be removed, dark spots and smoke will be removed from our souls, then God will tell us, in the meantime, you can help us and ask God about us. Who is responsible? For darkness. Aber wer ist verantwortlich? We are responsible. We are responsible. Then you should remove. This is not my job. Dann sollt ihr diese Dunkelheit vertreiben. Das ist nicht mein Job. I don't need to ask God when your darkness gonna remove. Ich frage nicht Gott, wann eure Dunkelheit aus eurem Geist weggebracht wird. I did not ask about me even. Ich habe ja nicht mal über mich selber gefragt. And now I'm gonna go to God to ask about Chetha. Und jetzt gehe ich zu Gott, um über Asim Chatter zu fragen. Ja, yeah, when God Chatter darkness gonna remove. Gott, wann wird Asim Chatters Dunkelheit aus seinem Geist
entfernt. You brought darkness, you have to remove. Asim Chatter, du hast Dunkelheit in deinen Geist gebracht, du musst sie wieder rausbringen. Yes, I don't go to God for such a thing. Für solche Sachen gehe ich nicht zu Gott. God will say to me, you are Messiah, and you are coming to me for such a kinderkram, asking me this childish question actually. Yeah. Yeah? Gott sagt zu mir, Sahib, du bist ein Messias und du kommst zu mir wegen solchen kindischen Fragen. Huh? Huh? You should know, that's a logic actually. Du solltest wissen, das ist doch Logik. Ja. Yeah? You destroy something, wenn euch was zerstört, euch muss wieder gut machen. Yeah? Wenn ihr etwas zerstört habt, dann müsst auch ihr es wieder gut machen. You have to, you brought darkness, you have to remove. Ihr habt diese Dunkelheit gebracht, ihr müsst diese Dunkelheit entfernen. So that was my, this was my. I am working hard on it. I am working hard. Good, work hard, continue. Ja, arbeite weiter hart. But make sure this work hard should not go until the death come, you know? Aber mach, sei sicher, dass diese harte Arbeit nicht bis in den Tod hineingeht. But then it's too late, no? Weil dann ist es zu spät, wenn du immer noch, wenn du tot bist und immer noch hart arbeitest. Everybody saying I'm working very hard actually. Ja, weil jeder sagt, ich arbeite hart. Do nothing, look busy. Ja, tut nichts, aber sieht beschäftigt aus. Yes. Okay. So. Please help. Please help, dear prophet. Please help me. Please help me. Please yeah, help I'm me. Helping you. I'm. What do you think? What I'm doing? Yeah. Ich helfe dir. Was denkst du, mache ich denn jetzt die ganze Zeit? What do you think? I'm 24 hours sleeping here. Denkst du, ich schlafe 24 Stunden am Tag? Yeah. I'm working 20 hours. Ich arbeite 20 Stunden. This is not a help, but gonna be helpful. Wenn das nicht Hilfe ist, was glaubst du? Was ist denn dann Hilfe? I finish now again book of Muhammad. Ich habe jetzt schon wieder das Buch über Muhammad fertiggestellt. And the other book too. Und auch das andere Buch. I wanna bring now in cover 5 books. Ich möchte jetzt 5 Bücher herausbringen. But different languages. Aber in verschiedenen Sprachen. I told Christiane now we have to do it. Ich habe Christiane gesagt, jetzt müssen wir das tun. What do you think? I'm sleeping all the time. Was glaubst du? Schlafe ich die ganze Zeit? All this book. All diese Bücher. Will be foundation for your children actually. Werden die Grundlagen für deine Kinder sein. What else? I'm actually more loving your children than you can love your children. Ich liebe deine Kinder also mehr als du deine Kinder liebst. Yes. I am laying the foundation for the future mankind. Ich lege die Grundlagen für die zukünftige Menschheit. So I'm helping actually. Ich helfe doch. If you think that I'm not helping you, then you should work for God 20 hours. Yeah. Ja, wenn du denkst, dass ich nicht helfe, dann sollst du mal 20 Stunden für Gott arbeiten. Ja, yeah. Work 20 hours for God and then come to me actually. Ja, mach, arbeite einmal 20 Stunden für Gott und dann komm zu mir. Yeah, so I'm helping very much. Actually. Ich helfe also sehr. Yes. So, Sander, wolltest du noch was sagen? Yeah, please ask Sander. Me. Sander, question I know. I'm working 24 hours. Yeah. Ja, Sanders Fragen kann ich ja sagen. Ich arbeite 24 Stunden, sagt er. Julian Gunasee. Yeah. Oder Sander Gunasee. Sander wird das sagen. Yeah. Ja, ich wollte nochmal darauf sagen, warum Gott gesagt hat, Joshua gehört zu mir. Lauter, bisschen laut. Ein bisschen lauter, du bist sehr leise, deine Stimme ist sehr tief. Moment, wo? Hat man mich jetzt besser? Nee. You have to speak loud. Sprich einfach sehr laut. Irgendwo wird das Mikro das schon aufnehmen. Ah, das ist falsch. Warte mal, das falsche Mikrofon. Moment. Hast du Sander? Sprich einfach, wir haben. Live after that. Ja, nicht was du lebst. Ja, und jetzt? Ja, ja, jetzt. Wunderbar. Wow. Jetzt, okay, gut. was ich sagen wollte, warum Joshua, also Gott gesagt hat, warum Joshua zu ihm gehört, nicht mal zu Sahid. Wir sind ja alle Gottes Kinder und Gott liebt uns alle so sehr. Ja, also, oh, warte mal, jetzt habe ich voll den Faden verloren. also, ja, Sahid ist ja nicht mal der richtige Vater von Joshua. Er ist nur durch Joshua, durch Christiane und Sahid auf die Erde gekommen, physisch, aber er gehört im ewigen Leben zu Gott. Wir you alle giving sind my Gott. Answer, yeah, okay. Sander, du gibst meine Antwort. All my answer. Okay. Ja, alle Antworten, die du in meinen Büchern dir angelesen hast. Give answer which I did not heard. Gib eine Antwort, die ich noch nie gehört habe. Ach so. Are you making me aufgeweckt? So wie Hartmut, so wie Silvana. Yeah, yeah. So wie, Silvana auch nicht, Hartmut. War so wie Hartmut. Yes. Ja. Mm-hmm. Otherwise, please, yeah. Because
Let me start today something very beginning of Bible. This is if you make a Bible screech. Yeah? Ja, lasst mich euch etwas erzählen, was ganz am Anfang der Bibel steht. Und das ist, wenn ihr die ganze Bibel auspresst, ist das die Essenz, der Saft, der dabei herauskommt. Only one person. Und zwar nur eine Person. Here begins the Bible. Und hier beginnt die Bibel. This is a Genesis. Es steht in Genesis. It is a Genesis 4. Genesis 4. And this is a verses 26. Verses. Vers 26. And Adam went again to sleep with Eva. Und Adam ging wieder 4:26. Ja. Und Adam ging, um mit Eva zu schlafen. And son came, his name was Seth. Ja, und der Sohn kam heraus, der hieß Seth. Also da steht jetzt drin, Adam erkannte abermals seine Frau. Das bedeutet auf biblische Art mit ihr geschlafen. Und sie gebar einen Sohn, den nannte sie Seth. And Eve say, und Eva sagte, God gave me a new son, the son which Cain killed Habil. Denn Gott hat mir einen anderen Sohn gegeben für Abel, den Cain erschlagen hat. Cain killed Habel. Cain hat Abel getötet. And she was broken heart. Und Eva hatte ein gebrochenes Herz. And nobody can comfort the mother. Und keiner konnte die Mutter trösten. But then, aber dann, God gave one more son. Hat Gott ihr noch einen Sohn gegeben. And she say, this son has comfort my heart actually. Und sie sagte, dieser Sohn hat mein Herz getröstet. Habil cannot come back. Abel kann nicht zurückkommen. But aber God somehow healed my heart, giving me son of seed actually. Gott hat irgendwie mein Herz geheilt und durch den Samen von Adam mir Seth gegeben. When I see Seth, denn wenn ich Seth sehe, I see the Habil actually. Dann sehe ich Abel. They were so similar. So ähnlich waren sie. They were so similar twin character actually. Die hatten einen Zwillingscharakter. So when she was seeing Seth, als sie Seth sah, she remember Habil. Hat sie sich an Abel erinnert. Can you feel a little bit or no? You cannot feel. Könnt ihr das ein bisschen fühlen, nachempfinden oder könnt ihr das nicht? Or you have a problem. Oder habt ihr Probleme? Yes. You have to feel. Ihr müsst das nachempfinden, wie das ist. Yes. Einen Sohn zu verlieren und dann einen neuen zu bekommen, den man als Ersatz dafür sieht. And who was remind her Habil actually? Und wer hat sie an Abel erinnert? And this was third son. Ihr dritter Sohn Seth. So, if Habil would not be killed, wäre Abel nicht umgebracht worden, there would be no evil on this earth. Dann hätte es kein Böses auf dieser Erde gegeben. From this family will begin society. Von dieser Familie beginnt die Gesellschaft. Who will come to know with feeling? And with experience God heart. Die mit den Gefühlen und Emotionen Gottes Herz kennenlernen. And who is responsible that Habil got killed? Wer ist dafür verantwortlich, dass Abel umgebracht wurde? Who? Wer? Give me the answer. Gib mir die Antwort darauf. Adam? Huh? Adam? Nein. Mohammed said Adam. What do you think? Was glaubt ihr, die anderen? Nein. Kein? Kein wäre erstmal meine Antwort. Man sagt Kein und die anderen. Seth.
Saturn was responsible. Saturn. Saturn. Very good. You see? Sehr gut. They highlighted. Ja, das ist der Höhepunkt. This is very easy to accuse other people. Es ist sehr einfach, andere zu beschuldigen. Kein. Satan, Adam, yeah? Nein, Satan, Adam, yeah? How beautiful is ja, yeah? Wie wunderschön. Yeah. Ja. Den Finger auf andere. Yeah, yeah. Parents was responsible. Die Eltern waren verantwortlich. And today, we are the parents responsible for our children, actually. Und heute sind wir die Eltern, die verantwortlich sind für unsere Kinder. Not Satan. Nicht Satan. Not Cain. Nicht Cain. Not Adam. Nicht Adam. Parents. Die Eltern. Und die sind wir alle. That's why I'm laying the foundation. Future parents will give education to children for God, actually. Deswegen gebe ich die Grundlage, dass die zukünftigen Eltern die spirituelle, die geistige Grundlage für Gott ihren Kindern geben. Nothing will go wrong. Und dann wird nichts mehr falsch stehen. This parent. Diese Eltern. And this parent. Und diese Eltern, hier, die wir jetzt, our present time. Die wir in unserer gegenwärtigen Zeit haben. Same fallen people, actually. Das sind die wir jetzt haben, diese Eltern, sind die gleichen gefallenen Leute. That's God saying. That's why God saying. Und deswegen sagt Gott, you are new Adam. Du bist der neue Adam. You can bring your all children. Du kannst alle deine Kinder bringen. Give me only 1 year that I educate them. Gib mir nur 1 Jahr, dass ich sie erziehe. I can give you guarantee for their whole life. Und ich kann euch die Garantie für ihr ganzes Leben geben. That they will be prophetic. Dass sie Propheten werden. What you say? Was sagt ihr? That's why God said to me, you are new Adam. Und deswegen sagt Gott zu mir, du bist der neue Adam. New Adam mean? Neuer Adam bedeutet. New beginning. Ein neuer Anfang. New morning. Ein neuer Morgen. Where darkness will be not there. Dort, wo keine Dunkelheit mehr da sein wird. 100 years later, when the word of God was established. 100 Jahre später, als die Welt Gottes etabliert war. God's children was born to say, this is our father. Wurden Gottes Kinder geboren, um zu sagen, das ist unser Vater. And then, as a child, they start talking with God. Und dann als Kind haben sie bereits angefangen, mit Gott zu reden. Such a children, when they grow, und solche Kinder, wenn sie aufwachsen, they were looking the past history, die haben die vergangene Geschichte betrachtet. And they say, why it took so long to be established the kingdom of God? Und die haben gesagt, warum hat es so lange gedauert, das Königreich Gottes zu etablieren? If they will ask me, I'm gonna send to you. Ja, wenn die mich fragen, dann schicke ich die zu euch. Yes, ask them. Ja, fragt sie. They are the one. Sie sind diejenigen. Yes, I'm not the one. Ich bin nicht derjenige. You got it? Habt ihr es verstanden? Why it took so long? They could not kapieren in their mind. Warum hat es so lange gebraucht, dass sie das nicht in ihrem Verstand kapiert haben? 100 years later. 100 Jahre später. Why it took so long? Warum braucht es so lang? Million years gone, no word of God. Millionen von Jahren sind vorbei und keine Welt Gottes ist da. Who was responsible now? Wer war dafür verantwortlich? Parent. Die Eltern. You got it? Habt ihr es verstanden? No Adam, yeah? Nicht Adam. No Cain, yeah? Kein Cain. No Satan. Nicht Satan. Yes. Parent. Die Eltern. Then come father. Und dann kommt der Vater. Then come the mother. Dann kommt die Mutter. Yes. So, what do you think what I'm doing now? Was glaubt ihr also, was tue ich jetzt? I'm creating new foundation for the society and the nation. Ich erschaffe eine neue Grundlage für die Gesellschaft und für die Nation. But if German people respond me? Aber ob die Deutschen mir antworten werden? They are helping me? Oder antworten mir die Deutschen? Helfen sie mir? Tell me honestly, they helping me? Sagt mir ganz ehrlich, helfen sie mir? Only few people there. Nur ein paar Leute hier. Society helping me? Hilft mir die Gesellschaft. So, if it take 100 years, I'm the fault. Wenn es also 100 Jahre braucht,
Ist das meine Schuld? Please tell me. Bitte, sagt mir das. I'm responsible for this. Bin ich dafür verantwortlich? No. Very good. Sehr gut. So she's saying, seed is the alternative for Abel. Eva sagte also, Seth ist die Alternative für Abel. God creating every time new creation. Gott erschafft jedes Mal eine neue Schöpfung. And thinking in heart, und denkt in seinem Herzen, maybe this creation can be alternative for my love. Vielleicht kann diese Schöpfung eine Alternative für meine Liebe sein. Can you feel this thing? Könnt ihr das fühlen? Maybe this the creation who can comfort my heart. Vielleicht ist das die Schöpfung, die mein Herz trösten kann. Maybe this is the creation who can come to know why I created the life. Vielleicht ist das die Schöpfung, die herausfinden kann, warum ich das Leben erschaffen habe. If this is the new creation who can embrace me and come to know my love actually. Ist das die neue Schöpfung, die mich umarmen kann und meine Liebe kennenlernen kann? So, what Eve feel, God feeling billion times more actually. Was Eva also fühlte, das fühlte Gott Billiardenmal mehr. So Seth born. Seth wurde also geboren. And Seth was representing Abel. Und Seth repräsentierte Abel. And that's what Abel would do, if he would live. Und das ist, was Abel getan hätte, wenn er gelebt hätte. He got a one son. Jetzt geht's weiter mit der Bibel, Vers 26. He got a one son. Er hat einen Sohn bekommen. And his name was Ulus. Und auch dem Seth wurde ein Sohn geboren, den nannte er Enosh. Enosh. Before I go further about Enosh, bevor ich weitermache mit Enosh, I want to share something with you. Möchte ich mit euch etwas teilen. We are talking today, feel with heart and forget everything. Wir sprechen heute also viel mit Herz. Vergesst alles andere. When, what is it, what name was? Enosh. Enosh. Enosh, yeah? Yeah. Henoch, no? We call it. No, Henoch is someone else. Enosh is. Yeah, Enosh. Yeah. Enosh. Enosh was born. And from that time, like a angel put the train on the track. Enosh wurde damals geboren und das war wie, als hätten die Engel wieder versucht, langsam diesen Zug wieder in die Gleise zu führen. From this time, von dieser Zeit an, they start remembering God actually. Und jetzt steht weiter in der Bibel, zu der Zeit fing man an, den Namen des Herrn anzurufen, also sich an ihn zu erinnern. To pray the name of Jehovah. Um also den Namen Jehovas oder Jahwes. How many times God changes name? Wie oft hat Gott seinen Namen geändert? But love never came back. Aber die Liebe kam nie zurück. Yes. One time God say, Enos. Einmal hat Gott zu Enosh gesagt. I'm a Jehovah. Ich bin dein Jehovah, dein Jahwe. When then Abraham came, God say, I want new name that people should pray with the name of Abraham. Ja. Und als Abraham kam, sagte Gott, ich möchte einen neuen Namen haben, zu dem die Menschen beten sollen. In the name of Abraham. Dann sagten sie, der im Namen Abrahams oder der Gott Abrahams. And then God was a little bit more comfort. God says, my new name will be, I'm a God of Abraham, I'm God of Isaac, and I'm God of Jacob. Als Gott sich etwas wohler fühlte, sagt er, mein neuer Name wird sein, dass ich der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs bin. That's the way you should pray. So sollt ihr zu mir beten. How many times God changing his name? Wie oft hat Gott seinen Namen geändert? Yeah. Love never came back. Die Liebe kam aber nie zurück. Sometime he was calling himself in the 5000 years ago Pabru. Manchmal hat er sich in diesen 5000 Jahren Pabru genannt. Sometime he say, I'm a
Brahma. Manchmal hat er gesagt, ich bin Brahma. Million time God changing the name, but love is not coming back. Millionenmal änderte Gott seinen Namen, aber die Liebe kam nicht zurück. You see that? Seht ihr das? Love is lost someplace in Garden of Eden. Die Liebe ist irgendwo im Garten Eden verloren gegangen. Where is the Garden of Eden? Wo ist denn der Garten Eden? I am the one who correct the Bible actually. Ich bin derjenige, der die Bibel korrigiert hat. 2000 years Christianity don't understand where is the Garden of Eden. Vor 2000 Jahren hat das Christentum nicht verstanden, wo der Garten Eden ist. Paradise is Garden of Eden. Wir haben gesagt, das Paradies wäre der Garten Eden. Who correct Bible actually? Wer hat die Bibel korrigiert? In future they will come to know. In der Zukunft werden sie herausfinden. Garden of Eden is here. Dass der Garten Eden hier ist. Here, in da, your heart. Da rechtzeitig, auf euren rechtzeitigen Flügeln in eurem Herzen. Every time you take one step for God, God give you a new name. Jedes Mal, wenn ihr einen Schritt zu Gott unternehmt, kommt Gott euch 1000 Schritte näher. Nein. Jedes Mal, wenn du einen Schritt unternimmst, gibt Gott dir einen neuen Namen. Can you imagine? Könnt ihr euch das vorstellen? Every time you take one step, God give you a new name in love. Jedes Mal, wenn ihr einen Schritt unternimmt, gibt euch Gott einen neuen Namen in Liebe. I began my journey. Ich habe meine Reise angefangen. In the age of 12, God say, mankind and I will remember you in the name of love. Und im Alter von 12 sagte Gott zu mir, die Menschheit wird sich an deinen Namen im Namen der Liebe erinnern. I walk a little bit more. Ich bin noch etwas weitergelaufen. God started loving me and was now thinking which new name I should give him. Und Gott fing an, mich zu lieben und dachte darüber nach, welchen Namen er mir geben sollte. Sometimes he called me boy. Manchmal nannte er mich Junge. You know what? When you call boy. Wisst ihr, was das bedeutet, wenn jemand als Junge bezeichnet wird? When you walk sunny day in love with God again. So was sagt ihr zu jemandem, wenn jemand in den sonnigen Tagen der Liebe mit Gott bleibt? I remember. Ja, wenn man sich an jemanden positiv zurückerinnert. When my father called my name actually. Wenn mein Vater nach meinem Namen ruft. Who do now? Wer tut das jetzt? This was a beautiful day. Das war ein wunderschöner Tag. When God was calling my name, boy. Als Gott meinen Namen Junge rief. Boy, come over here. Als er sagte, Junge, komm zu mir. I remember as an old man. Ich erinnere mich als alter Mann. That God should call me one more time, boy, come here. Dass Gott zu mir sagt, Junge, komm her. Yes. Nie bist du. I want to remember. Ich möchte mich an dich erinnern. I want to remember, I says. Ich möchte mich erinnern. Sunny days. Ich möchte mich an diese sonnigen Tage erinnern. Take your journey with God. You will get in this journey many name of love. Nehmt diese Reise der Liebe auf euch und ihr werdet in dieser Reise der Liebe viele neue Namen bekommen. You see? Seht ihr das? Did you got any name? Habt ihr irgendeinen Namen erhalten? And then you get bad mood? Und dann schlechte Laune davon bekommen? Why God telling him new name? Sagt ihr dann, oh, warum gibt Gott ihnen einen neuen Namen? Why God telling his new name to his children? Warum sagt Gott einen neuen Namen zu seinen Kindern? Walk this journey in love with God. He will give you a new name. Geht das für Gott, Liebe? Nehmt diese Reise für Gott. Jedes Mal Gott gibt dir den neuen Namen. Genau, nehmt diese Reise für Gott und dann wird euch Gott jedes Mal einen neuen Namen geben. Ich helfe meinen Sohn zu Ordnung Deutsch sprechen. Ja, ich helfe meinem Sohn, um in Ordnung Deutsch zu sprechen. I'm helping my son to correct German, you know. Yeah, to speak German in a correct way. You are German, but you don't speak Ordnung Deutsch. Du bist ein Deutscher, aber du sprichst nicht ordentlich Deutsch. Nee, all German don't speak. I have to correct their German too. Alle Deutschen sprechen richtig Deutsch. 100 years later, this German language, I gonna correct it. Ja, später werden alle Deutschen das Deutsch sprechen, was ich korrigiert habe. How they,
How they gonna speak German? Die werden die Deutsch. They gonna speak German like me. Die werden Deutsch sprechen. Durcheinander Deutsch, they will sprechen. Die werden durcheinander Deutsch sprechen. But their heart will be in love. Aber ihr Herz wird in Liebe sein. You see that? Yeah. Language will be not important. Die Sprache wird nicht wichtig sein. So, where I was? Wo war ich also? Yeah, and then my journey went more further. Und dann ist meine Reise noch weiter gegangen. God said to me. Gott hat zu mir gesagt. You are Messiah. Du bist der Messias. For the earth. Für die Erde. For the earth. Für die ganze Erde. That's what God said all the Messiah. Das ist was Gott zu allen Messiasen gesagt. You are Messiah for the earth. Du bist der Messias für die Erde. When I was growing again in the beauty of love of God. Well, als ich wieder in der Liebe Gottes wuchs. God said you are not the Messiah of the earth. Sagte Gott, du bist nicht der Messias für die Erde. You will be the Messiah for eternal life. Du bist der Messias für das ewige Leben sein. I will, you will example for every time in future eternal life. Du wirst das Beispiel für jeden im ewigen Leben sein. Did you saw any crazy father? Habt ihr jemals einen verrückten Vater gesehen? Who giving his child every day new name? Der sein Kind jeden Tag einen neuen Namen gibt. Standard, diese, wie heißt es? Jugendnamen gonna become. They're gonna make a trouble, actually. Ja, yeah, wenn ein Vater hier auf Erden sowas macht, dann wird das Jugendamt kommen und Ärger machen. He said, no, 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 you cannot give new name now. Die werden sagen, nein, nein, du kannst nicht noch einen neuen Namen geben. Wieder einen neuen Namen. And imagine if you give every day what Jugendamt is gonna do to you. Ja, stellt euch vor, ihr gebt jeden Tag dem Kind einen neuen Namen. Was wird das Jugendamt mit euch tun? They're gonna send you for psychotherapy. No? Die werden euch Psychotherapie schicken. Yeah. What are you doing, the crazy man? Ja, was macht dieser verrückte Mann, werden sie sagen. So first of all, they have to God send them psychologists to take it that God become normal, actually. Ja, das heißt, sie müssen also zuerst einmal Gott zum Psychologen schicken, damit Gott wieder normal wird. Now, which psychologist gonna give God training that God become normal? Ja, aber welcher Psychologe hat die Ausbildung, um Gott wieder normal zu machen? Because they all are created beings. Weil sie alle Leute, alle Menschen, alle Wesen sind erschaffene Wesen. You see that? God say, you are no more Messiah. Gott sagte, du bist nicht mehr ein Messias. For the earth. Für die Erde. I take you out from this earth. Ich nehme dich weg von dieser Erde. You will be represent me in many heavens. Du wirst mich in vielen Himmeln repräsentieren. And now ask Prophet Atter. Und jetzt fragt Prophet Atter. In many heaven, God is traveling and taking my form and expressing himself. Actually. In vielen Himmeln reist Gott und nimmt meine Form an und drückt sich dadurch aus. Prophet Atter, please tell them. Prophet Atter, bitte sag es. True, Prophet, I have seen many heavens. God was taking your form and talking and preaching and while he was singing as well. In my form. In meiner Form. Again new name. Und wieder habe ich einen neuen Namen. God forget his form? Hat Gott seine Form vergessen? Taking my form? Hat er meine Form dann einfach angenommen? How much he is in love with me? Wie sehr ist er in Liebe mit mir? Every time new expression of love. Jedes Mal gibt es einen neuen Ausdruck der Liebe. And then? Und dann? God say you are my heart. Sagte Gott, du bist mein Herz. How many names you got from God? Wie viele Namen hat jeder einzelne von Gott erhalten von euch? Please tell me. Sagt es mir. Maybe make me mystic. Macht mich mystisch. But this will be only happen when you give your whole life with loyalty and every breath for love for God. Das wird nur passieren, wenn ihr euer ganzes Leben in Loyalität und jeden Atemzug für Gott gebt. And for the will of God. Und für den Willen Gottes. Will of God. Der Wille Gottes. Is one coin. Ist wie eine Münze. Turn these coins. Aber wenn diese Münze umdreht. In the name of love. Dann ist der Name der Liebe dort draufgeschrieben. So, let's go a little bit further. Lass uns noch etwas weitergehen. We are reading the old Bible, new expression. Wir lesen die alte Bibel mit einem neuen Ausdruck. You see that? Seht ihr das? You can go all over the world. Ihr könnt in der ganzen Welt umhergehen. They cannot speak like this. Und sie können nicht so sprechen. Yes. So, let's go more. Lasst uns also weitergehen.
Onus make possible that humanity begin to pray to God again. Enosh hat es möglich gemacht, dass die Menschheit zu Gott gebetet hat. And Onus, they say, Bible says he was walking 800 years. Und die Bibel sagt, dass Enosh für Gott 800 Jahre lang gegangen ist. It's not the age 800 years. Es sind nicht 800 reale Jahre. They say Noah was living 1600 years. Die Bibel sagt auch, dass Noah 1600 Jahre gelebt hat. This is not the age. Das ist nicht eine wirkliche Jahresanzahl. This is a timing. Sondern das ist eine Zeit. How long this prophet will influence the history. Wie lange diese Propheten die Geschichte beeinflussen werden. You got it? Versteht ihr das? God said to me, come with me and see the kingdom of God. Gott sagte zu mir, komm mit mir und seh das Königreich Gottes. And he hold my hand. Und er hielt meine Hand. And he went with me 10,011. Und er ging mit mir in das Jahr 10,011. 10,011 in future. Das Jahr 10,011 in der Zukunft. It means. Das bedeutet. 10,000 year. 8,000. About. Ja, ungefähr 10,000 Jahre. Kingdom of God will remember after God my name who make possible that God world came on earth. Wird sich das Königreich Gottes daran erinnern, dass ich in Liebe dieses Königreich gebracht habe. 10,000 years. Bis in 10,000 Jahre. Yes. What gonna happen then? Und was wird dann passieren? We will speak also. Darüber werden wir auch sprechen. So, 800 years. 800 Jahre. This was the time period. 800 Jahre lebte der Set. Okay. After this. Und danach. Where is when Henoch was born? Ich guck mal. Yes, it's coming. Is a Genesis. Yeah. Genesis, yes? Yeah. And is a chapter 5. Yeah, Kapitel 5. 5? Yeah. And verse 18. Vers 18. We are coming almost 1600 years now. Jetzt kommen wir fast 1600 Jahre weiter in der Geschichte. Seth laid the foundation. Seth hat die Grundlage gelegt. Onus brought that people should come to know God. Und Enoch hat dafür gesorgt, dass die Leute Gott kennengelernt haben. Now we are coming almost 1600 years, that little foundation coming for God in this dark time period. Und jetzt kommen wir 1600 Jahre später, dass Stück für Stück eine kleine Grundlage für Gott gelegt wird. And then was born Henoch. Weil dann, und so steht das auch im Vers 18, wurde Henoch geboren. With this lineage. Aus dieser Linie, Ahnenlinie. So when Joshua was born, als also Joshua geboren wurde, God came to me. Kam Gott zu mir. And said, this boy name will be Henoch. Und sagte, dieser Junge wird Henoch heißen. 1600 years. 1600 Jahre. And God again loved with one boy, Henoch. Und Gott verliebte sich wieder in einen Jungen, Henoch. I told my wife Christiana. Und ich habe meiner Frau Christiane gesagt. His name will be Henoch. Yeah? Sein Name wird Henoch sein. She made bla 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 with her family. Und sie hat bla 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 mit ihrer Familie gemacht. And they make a bla bla over there. Und die haben bla 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 dort drüben gemacht. And they make all bla bla. Und die haben viel Palare und bla bla gemacht. And then they say even kindergarten. Und dann haben sie selbst im Kindergarten gesagt. What kind of name is this? Was für ein Name ist das? Why are you doing so something bad and evil to him? Warum tust du dem Jungen sowas Böses und Schlechtes an? Henoch. Henoch. My wife said, no, one name you can have, one name I can have. Meine Frau sagte, nein. Einen Namen kannst du haben, einen Namen werde ich haben. You see that? Seht ihr das?
How many roads must a man walk down? Wie viele Straßen ein Mann runtergehen? How many bloodshed to come to know the value of love? Wie viel Blutvergießen es geben muss, bis man die Liebe kennenlernt? She said, no. I want to give a name which passed to the society. People yeah. gonna laugh at him. Sie sagte, oh, ich möchte einen Namen geben, der zu ihm passt, den die Gesellschaft akzeptiert, weil die Leute werden ihn auslachen. Yeah? Why are you doing so much bad? Warum tust du so viel Böses? I said to my wife, then give your name. Und ich sagte zu meiner Frau, dann gib deinen Namen. She said, Joshua is good. Und sie sagte, Joshua ist ein guter Name. It's telling God children never came who heard the voice of God. Das sagt uns, dass Gottes Kinder nicht kamen, die Gottes Stimme wirklich zuhören. That name Henoch went behind. Ja, dann ist der Name Henoch hinten dran getreten. They call him Joshua. Und sie haben ihn Joshua genannt. And every time when God meet me, he said to me, how is Henoch? Aber jedes Mal, wenn Gott mich trifft, dann sagt Gott, wie geht's Henoch, nicht Joshua. So I told every story to Joshua. Und ich habe all diese Geschichten Joshua erzählt. He got a bad mood from mother. Ja, und er hat schlechte Laune wegen seiner Mutter bekommen. Either I want to call, people call me Henoch now. Er sagte, ich möchte, dass die Leute mich jetzt Henoch nennen. You see that? Seht ihr das? I want, they call me Henoch. Ich möchte, dass sie mich Henoch nennen. So what do you think? How many names you will have before you come to know the love of God? Was glaubt ihr? Wie viele Namen werdet ihr haben, bevor ihr Gott kennenlernt? Before you come to know the love of God. Bevor ihr die Liebe Gottes kennenlernt. God kennenlernen, we haben. Yeah. Yeah, the old prophet kennenlernen Gott. Yeah. Gottes yeah. Liebe kennenlernen. Yeah, all prophet came to know God. Ja, alle Propheten haben doch Gott kennengelernt. So. What was the quality of Henoch? Und was war die Qualität Henochs? This is something we have to come to know. Das ist etwas, was wir kennenlernen. This foundation. Diese Grundlage. Noah is coming. Für die kam Noah. Zu der kam Noah. Henoch is the ancestor of Noah. Henoch ist der Vorfahre von Noah. What kind of man Henoch was? Was für ein Mann war Henoch? He walked all his life for God. Er ist sein ganzes Leben für Gott gegangen. And that's what I'm saying to you. Und das ist, was ich zu euch sage. Walk with God all your life. Lauft mit Gott euer ganzes Leben. God will gonna call you Henoch too. Und Gott wird dann euch auch Henoch nennen. You see that? Seht ihr das? He walked all his life alone in this dark time period. Er ist sein ganzes Leben in dieser dunklen Zeitperiode gegangen. Alleine, alone. Ganz alleine. If you gonna walk, wenn ihr geht, until the end, bis zum Ende. One night God gonna say, you also my Henoch. Dann wird Gott eines Nachts euch sagen, du bist auch mein Henoch. This Henoch in the Bible. Dieser Henoch aus der Bibel. He walked. Der ging. All his life with God. Sein ganzes Leben für Gott. In the end. Und am Ende. He was disappeared. Ist er verschwunden. Henoch. Henoch ist verschwunden. Where he went. Aber wo ist er hingegangen? Let have an answer from God. Lass uns die Antwort von Gott haben. Where Henoch disappeared? Wohin ist Henoch verschwunden? In spiritual world? In die geistige Welt? Where? Wo? God giving this answer here. Gott gibt uns hier die Antwort. God says. Gott sagt. I have taken him from spiritual world. And he, where I go, Henoch will be with me. Ich habe ihn in die geistige Welt mitgenommen und dort, wo ich hingehen werde, wird auch... Ich habe genommen von ihm weg von der geistigen Welt. Also ich habe ihn weggenommen von der geistigen Welt. Und dort, wo ich hingehen werde, wird auch Henoch sein. You see, I took him away from spiritual life. Ich habe ihn weggenommen vom geistigen Leben. From paradise. Vom Paradies. From heaven. Vom Himmel.
Henoch will be with me. Henoch wird mit mir sein. Wherever I will be. Dort, wo immer auch ich sein werde. You want to become God Henoch? Wollt ihr Gottes Henoch werden? Then here, there is one Henoch is here in the Bible. Dann ist doch hier ein Henoch in dieser Bibel. 2000 years. No Christian read this Bible the way I'm teaching you. 2000 Jahre hat kein Christ diese Bibel gelesen, so wie ich sie gelesen habe. God resurrected him. Gott hat ihn wiederbelebt, wieder auferstehen lassen. And say, Henoch. Und gesagt, Henoch. I don't want to leave you one second. Ich möchte dich nicht eine Sekunde allein lassen. What kind of life Henoch has? Was für ein Leben Henoch hat. Such a dark time period. Solch eine dunkle Zeitperiode. Where no light left. Wo kein Licht übrig war. And Henoch walking alone for God. Und Henoch ging ganz alleine für Gott. You can become God Henoch. Ihr könnt Gottes Henoch werden. God also wanted Jesus. That Jesus become his Henoch. Gott wollte auch, dass Jesus sein Henoch wird. And God was giving him one name. Und Gott gab ihm einen Namen. His name is not a Jesus. Sein Name ist nicht Jesus. His name was by born. Sein Geburtsname war. When the name was given to him. Als der Name zu ihm gegeben wurde. Emmanuel. Emmanuel. God will be with him. Das bedeutet übersetzt, Gott wird mit ihm sein. Emmanuel was the real name of Jesus. Emmanuel war der wahre Name Jesu. The Jesus is a God, Greekish God actually. Jesus ist ein griechischer Gott, der Name. He has nothing to do with Jesus. Er hat aber nichts zu tun mit Jesus. The Saul, Saulus, who brought Jesus crucifixion. Der Jesus ans Kreuz gebracht hat. He went Greek and he said, which is your biggest God actually? Er ist nach Griechenland gegangen und hat die Griechen gefragt, wer ist euer größter Gott? They said Jesus. Sie haben gesagt, Jesus. Oh, this is your God? Und er sagt, ach, das ist euer Gott? This Jesus came in Jerusalem. He died for you. Dieser Jesus ist nach Jerusalem gekommen. Der ist für euch gestorben. From they start calling him Jesus. Und von da an nannten sie ihn Jesus. So God was giving him again Jesus' new name, not a Henoch, but same meaning. Gott gab ihm also wieder einen neuen Namen. Nicht Henoch, aber Jesus. Nein! Nicht Henoch, sondern Emmanuel. Emmanuel. Yes. God said to him, Gott sagte zu ihm, Gott, so lange, dass ich verstehe Deutsch, yes? Yes. Gott call Henoch, you are my. Gott sagte zu Henoch, du bist mein. When Emmanuel was born. Aber als Emmanuel geboren wurde. Yasu, Messiah. Also Yasu, der Messiah. Who you call Jesus. Den ihr Jesus nennt. God said to him, his name will be Emmanuel. He will be also my. Zu dem sagte Gott, das ist Emmanuel. Er wird auch mein sein. And then time came in the will of. Und dann kam die Zeit im Willen Gottes. This Emmanuel calling, where you are, God, where you are, why you left me. Wo Emmanuel sagte, oh Gott, wo bist du? Warum hast du mich allein gelassen? This is not the same story of the Bible in the beginning, where God was saying to Adam, where you are actually. Ist das nicht die gleiche Geschichte am Anfang der Bibel, wo geschrieben steht, dass Gott fragte, oh Adam, wo bist du? Adam left the will of God. Adam hat den Willen Gottes verlassen. It's very much gonna hurt you. Und das wird euch sehr verletzen. Jesus left the will of God. Aber Jesus hat den Willen Gottes verlassen. So this Emmanuel. Und dieser Emmanuel. Did not came, but God said, you will be my Henoch. Ist dann nicht gekommen und hat gesagt, du wirst mein Henoch sein. Meaning was same. Die Bedeutung war die gleiche. If Jesus would walk all his life for God, wäre Jesus sein ganzes Leben für Gott gegangen, he would be Henoch too. Dann wäre er auch ein Henoch geworden. Emmanuel mean, Emmanuel, you are my. Emmanuel bedeutet, du bist mein. 2000 years later. Und 2000 Jahre später. God saying, sagt Gott to me, zu mir, you are my. Du bist mein. You are my Henoch. Du bist mein Henoch. You are my Emmanuel. Du bist mein Emmanuel. I'm not gonna leave you. Ich werde dich nicht alleine lassen. Nicht verlassen.
So this lecture was today. Dieser Vortrag war also heute. Take a new name for you. Nehmt einen neuen Namen für euch. If it's Henoch. Ob es Henoch ist. If it's Emmanuel. Oder Emmanuel. Meaning. Bedeutung. When accomplish. Wenn ihr das schafft. When die Bedeutung ist erreicht. Die Bedeutung ist erreicht. Word has no meaning. Dann hat das Wort keine Bedeutung mehr. Yes. And this was the name. I want to go continue. Ich wollte weitergehen. I thought maybe we will read a little bit more Bible, but ich dachte, wir können timing, etwas weiter die Bibel lesen. Timing is not allowed. Aber die Zeit erlaubt uns das nicht. So now this Joshua. Und jetzt hat dieser Joshua, der eigentlich Henoch heißt. He had a long journey to become Henoch. Der hat eine lange Reise, um zu diesem wahrhaften Henoch zu werden. But I don't know what will be. Aber ich weiß nicht, was sein wird. And I also don't know about you. Ich weiß auch nicht über euch. What kind of new name will get, or you will die with your old name actually. Was für einen neuen Namen ihr bekommt, oder ob ihr mit eurem alten Namen sterben werdet. Yes. If you die with your old name. Wenn ihr mit eurem alten Namen sterben werdet. Pity. Was für eine Schande. If you have a question, ask me. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr jetzt gerne mich fragen. So last week you were telling about horizontal love and vertical love, and the time when the Iblis, Lucifer was fallen down to downtrodden hells, he was composing his last song. You were telling about that. Also du hast letzte Woche gesagt, dass damals als Lucifer noch den Namen, als Lucifer noch der Morgenstern war, vorgefallen, das hat ein Lied gemacht, das noch nicht veröffentlicht wurde. Und hat es dir gegeben, du wolltest noch darüber weitersprechen. This story is coming. Diese Geschichte kommt. But amazing, if I speak about this, what this Lucifer saying now, it need one more lecture actually. Aber unglaublich, wenn ich jetzt darüber rede, was Lucifer gesagt hat, dafür brauchen wir noch einen Vortrag. For the, if you remind me, the next Sunday we begin. Awesome, wenn du mich daran erinnerst, dann werde ich nochmal nächste Woche da weitermachen. Oder wenn mich irgendjemand von euch erinnert. Okay, also. Lucifer war also Henoch. Lucifer war auch ein Henoch. One time. Einmal. Lucifer war also Emmanuel one time. Und einmal war Lucifer auch ein Emmanuel. One time Lucifer war also Morning Star. Und einmal war Lucifer auch der Morgenstern. How many names he got? Wie viele Namen hat er bekommen? Yes. New expression of love. Ein neuer Ausdruck der Liebe. You remember when you first you like your partner. Erinnert ihr euch erst, mögt ihr euren Partner. Then you come near. Dann kommt ihr ihm nah. Then you call sweetheart. Dann nennt ihr ihn Schatz. Then you call honey. Dann honey. And then you kick the butt each other your partner. Ja, und dann versucht ihr euch gegenseitig den Arsch. Yes, this is a fallen love. Ja, das ist die gefallene Liebe. Fallen love. Yeah, that's a fallen love. Yes, das ist die gefallene Liebe. Yes, the Schatzelei, Liebling, Honig, and soon you turn your back. Aber sobald ihr euch umdreht, kick each other butt. Ja, trittet ihr euch gegenseitig in euren Hintern. That's the name you give each other. Das ist der Name, den ihr euch gegenseitig gebt. Yes, but when God gave one name, aber wenn Gott euch einen Namen gibt, it will bleib immer und immer und immer in Ewigkeit. Dann wird dieser Name für immer und für immer und für immer in der Ewigkeit bleiben. The love will grow and grow and grow. Diese Liebe wird wachsen und wachsen und wachsen. Highlight is, der Höhepunkt ist dann, that you will be forever with God. Dass du für immer mit Gott sein werden. Yes. Ja? That's why I'm praying now more. Deswegen bete ich jetzt mehr. That at least I should finish my 40 books actually. Dass zumindest meine 40 Bücher fertiggestellt werden. But the speed I have shown this year. Aber die Geschwindigkeit, die ich dieses Jahr gezeigt habe. I believe I'm gonna write more books actually. Ich glaube, dass ich noch viel mehr Bücher schreiben werde. And all will be. I lost my heart in God. Und alle werden den Titel haben. Ich habe mein Herz in Gott verloren. This Muhammad book was a little bit, I want to finish it. Dieses Muhammad Buch, das wollte ich fertigstellen jetzt. Because angels say they, Muhammad can bring Muslim, young Engel, generation. Weil die Engel haben gesagt, dass Muhammad die junge Generation der Muslime bringen kann.
So I write. Und deswegen schreibe ich diese Bücher. So I feel this year I show my more strength, how many hidden love of God I can bring. Dieses Jahr fühle ich also meine Stärke, wie viel mehr ich von Gottes Liebe bringen kann. I think until the end of the year, ich glaube, bis zum Ende des Jahres, there are gonna be more three books. Wird es noch weitere drei Bücher geben. So the 12 Bände, I don't think so, will be any problem. Ich glaube, also diese 12 Bände werden wirklich gar kein Problem sein. Until next year. Bis nächstes Jahr. And beside, I will write on one more book after Muhammad. Daneben werde ich noch ein Buch neben Muhammad schreiben. A curtain is open for the mysterious angel world. Der Vorhang öffnet sich von der mysteriösen Engelwelt. So you should come to know where you all the human history. My angel is working with me. Wir sollten herausfinden, was das bedeutet. In dieser ganzen Geschichte haben wir immer gesagt, oh, meine Engel arbeiten mit mir. European people are very. Die Europäer sagen. My angel working with me. Meine Engel arbeiten mit mir. I will show you real curtain, yeah. Ich werde euch den wahren Vorhang zeigen. Who is your angel? Wer eure Engel sind. Yes. This book I will make. Dieses Buch werde ich machen. Beilage beside. Das ist eine Beilage. But after 12 Bände of I lost my heart. Aber nach 12 Bänden, ich habe mein Herz in Gott verloren. I think I want to continue. I do not know. But title will be always same. Ich denke, ich werde dann weitermachen. Aber der Titel wird dann immer derselbe sein. I lost my heart in God. Ich habe mein Herz in Gott verloren. This is the key to bring mankind back to God again. Das ist der Schlüssel, um die Menschheit zurück zu Gott zu bringen. Yes. Please ask something. Bitte, stellt erst eure Frage. Frage, then I'm finished. Ja, Atta. Yes. Yes, Atta. Rupert, I want to share something with you about last please, night. Please, bitte, bitte. I had opportunity that I met Heavenly Father. Wow, das ist simpel. Atta hat letzte Nacht die Möglichkeit gehabt, den himmlischen Vater zu treffen. So we had such a beautiful journey in different heavens. Wir hatten solch eine wunderschöne Reise in verschiedenen Himmeln. Then we return into my room. Und dann sind wir zurückgekehrt in mein Zimmer. So Heavenly Father was lie down on my bed next to me. Und der himmlische Vater hat sich in meinem Bett neben mich gelegt. So I had my right hand under my cheek and left hand under my chin. Ich hatte also meine rechte Hand unter meiner Backe und meine linke Hand unter meinem Kinn. And I was staring at his face. Because he was too close to me, like face to face him. Und ich schaute die ganze Zeit in sein Gesicht, weil sein Gesicht war so nah an mir, dass wir von Angesicht zu Angesicht schauten. So, Heavenly Father start saying about some other 5 spiritual beings that they are standing outside, they are also with me. Und der himmlische Vater sagte, dass noch 5 weitere Geistwesen draußen warten würden, vor dem Zimmer. So before I ask him, I realized they don't want to come closer because I have this fear of when they come too close to me, I feel fear from them. Und sie wollten nicht näher kommen, weil sie Bedenken hatten, dass ich Angst bekomme, dass wenn sie reinkommen, dass ich Angst bekomme, dass wenn sie zu nahe kommen würden. So I asked Father, Father, why is that so? So he replied. Und ich sagte zu unserem Vater, Vater, warum ist das so? Und unser Vater antwortete. He said, because you don't have basis for them. And secondly, you are still growing spiritually. Er sagte, weil du keine Grundlage hast, weil du immer noch geistig wächst. And I said, Father, what should I do? Und ich sagte, Vater, was soll ich tun? He said, my son, focus at me. Und er sagte, mein Sohn, konzentriere dich auf mich. And while he said that, he came more closer to me. Und während er das sagte, kam er noch näher zu mir. So now I could see his face, so beautiful face and hair and all that shininess on his face. Und jetzt konnte ich sein ganzes wunderschönes Gesicht, sein wunderschönes Haar, jedes einzelne Detail.
like the Hollywood star Steven Seagal or Akshay Kumar, something like, so beautiful face. Er war viel wunderschöner als die ganzen Hollywood-Stars, Steven Seagal und so weiter. He started reading a book next to me, the book of Prophet Zahid Khan. Und Gott fing an, neben mir ein Buch zu lesen, das Buch von Prophet Zahid Khan. The book, Muhammad's message to the Muslims. So he was speaking some chapter of that book. Er las ein paar Kapitel aus dem Buch Muhammads Nachricht an islamische Extremisten. So I start reading behind him, and then there was a time that was reading the book without the book. We was reading it together. Ich las dann mit ihm, und dann gab es eine Zeit, wo wir nicht mehr aus dem Buch lasen, aber trotzdem das Gleiche lasen. And when he see that I'm completely focused on him, he gave sign to those angels, come inside the room. Und als er bemerkte, dass ich mich total auf ihn konzentriert habe, nur auf Gott konzentriert habe, hat er dann die Engel und die Wesen hereingebeten. So they also join and they start reading the same verse of the book of Prophet Zahid Khan all together. Und als sie dann reinkam, lasen wir alle zusammen die gleichen Verse aus dem Buch von The Identity of God. Über die Identität Gottes. So one of the angel, he touched me and I felt strong and I woke up. Und einer der Engel berührte mich und how did you feel? He woke up. I felt shocked. Yeah, ich habe like when you feel pressure on your chest. Ah, okay. Einer der Engel berührte mich und ich wurde geschockt und wachte dann auf. And I was like, yeah, why should I wake up? And I turned my right side and so there was the golden light of Heavenly Father was lying this side. Ich habe gesagt, Mann, warum bin ich aufgewacht? Und dann habe ich mich auf meine rechte Seite gedreht. Ich habe gesehen, dass das goldene Licht von Gott auf meiner rechten Seite war. And this morning Prophet Zahid Khan came in other short journey. Und heute Morgen, als Prophet Khan eine andere kurze Reise hatte. And there was a ceremony and he called me to the stage. Und wir hatten eine Zeremonie und er rief mich auf die Bühne. And he gave me the title name, from now we will call you Master Arthur. Und er gab mir diesen Titelnamen, von heute an werden wir dich Meister Arthur nennen. And he said, Master Arthur, wake up. This morning. Sagte, Meister Atta, wach auf. Mm. And I woke up from my bed with his name. Und dann wachte ich auf in mein Bett mit seinem Namen. Mm. Thank you so much. Dankeschön. I want to tell you, yeah. I just wanted to say, you know, Atta, this reminds me, there's a famous German mystic. His name is Meister Eckhart. And now in the stream you got this title, this Meister Eckhart. He tried to have an basis with God, an intellectual reason. But now God gave you this title Meister Atta because you have an emotional connection. Yeah, you can tell German. Yeah, es gibt einen deutschen Mystiker Meister Eckhart. Und Meister Eckhart hat eine Mystik versucht, die auf intellektueller Ebene war. Und jetzt hat Atta diesen Titel Meister bekommen, Meister Atta von Hasur. Und das bedeutet, dass er eine Beziehung, eine mystische Beziehung, aber auf emotionaler Ebene hat, die viel höher ist als die von Meister Eckhart. Mm. Schön. Ja. Wunderbar. And this name will remain in history. Und dieser Name wird bleiben in der Geschichte. What I say to you, what will be my next lecture, next week? Über Song of Lucifer. Yeah, Song of Lucifer. Yeah. Next day, Vortrag gonna be Lied von Lucifer. Der nächste Vortrag wird über Lied von Lucifer sein. And after this can be this book, why God was reading about this book, which I finished now. Und der übernächste Vortrag wird dann über dieses Buch sein, was Atta gesehen hat, über das Gott, wo Gott draus vorgelesen hat. The identity of God. Über die Identität Gottes. Both will be very emotional. Beide werden sehr emotionale Vorträge sein. Yeah.
Some question, please. Gibt es Fragen? Hat jemand Fragen? Ja, Hartmut, where is the Diethelm? Hartmut is gone. Wo ist Diethelm? Ist er weg? Ja. Ich hätte noch eine Frage. Ja, ist Diethelm noch da? Okay. Ich sehe ihn leider nicht mehr. Okay. Okay. Ja, Hartmut. Zeit, du hast heute gesagt in deinem Vortrag, dass für den Tod von Abel nicht Kain, sondern die Eltern Verantwortung getragen haben. Das ist für mich soweit erklärlich. Dann hast du gesagt, dass Gott gesagt hat, dass wir Menschen eine sehr, 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 sehr undankbare Schöpfung sind. Nicht Menschen, Menschen. Dass die menschliche Schöpfung, Entschuldigung, ja? Nee, viele Schöpfungen. Nee, nicht nur die Menschen, auch viele andere Schöpfungen. Okay. Aber damit das auch die Menschheit. Jetzt meine Frage, wer hat die Verantwortung für die Schöpfung? Ist es das Wesen, was geschöpft wird? Oder hat nicht der Schöpfer die Verantwortung für seine Schöpfung? Mhm. Wie die Eltern für die Tat ihrer Kinder? He's saying, you said that it was a fault of the parents that Cain killed Abel. I have to explain it in English anyway. Yeah, and then you said that many, 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 many creations, and under those creations also human, mankind is a very unthankful creation. But now his question is, over all this creation. Speak loud and there. Oh, it does this microphone. I understood. Nicht in der Kamera. Okay. Finished it. And on all over all those creations, who has power over all those creations? Isn't it the creator, or are those the creator beings who have power over this creation? I give you okay. I give you one answer. Ich gebe dir eine Antwort. Then I give you about God. Dann gebe ich sie dir über Gott. If now new world don't come at all. Wenn jetzt die neue Welt nicht gar nicht kommen würde. Who is responsible? Wer ist dafür verantwortlich? Mhm. Ja, wer ist dafür verantwortlich? Die Frage habe ich euch gestellt. Ich weiß es nicht. Aber für die neue Welt ist deine Frage war über die Schöpfung. Let's say, responsible will be God or I? Die Frage ist jetzt, wird Gott dafür verantwortlich sein oder ich? What do you think? Was glaubst du? Because I come after God. Weil ich komme nach Gott. Yes. Ja, jetzt sprechen wir über die neue Welt. Because if world coming, God world coming 100 years later, I understand this is a chosen nation and mankind will be responsible. Weil ich habe das so verstanden, wenn Gott jetzt 100 Jahre später kommt. Nein. Wenn Gott Königreich kommt 100 Jahre später. Wenn Gottes Königreich 100 Jahre später kommt. Then chosen nation and mankind are responsible. Dann ist die auserwählte Nation und die Menschheit dafür verantwortlich. But if God will don't come at all. Aber wenn Gottes Welt gar nicht kommt. Then God is responsible or I? Dann wer ist dann dafür verantwortlich? Gott oder ich? I make more easy for you. Ich mache das noch einfacher. If Jesus would reveal everything what God was asking. Hätte Jesus alles offenbart, nach was Gott fragt. And he said he will not do it. Und er sagt, Jesus sagt, ich werde das nicht tun. Then new world did not came. Dann ist ja die Welt, neue Welt nicht gekommen. Jesus was responsible or God? Wer war dafür verantwortlich, Jesus oder Gott? Die Verantwortung liegt sicherlich zum großen Teil bei den Menschen. Aber wir wissen doch auch aus deinen Büchern, auch zur Person Luzifer, der ja der Morgenstern genannt worden ist, der ja die Aufgabe hatte, sich um die menschliche Schöpfung zu kümmern. Er hat seine Bedenken, so sage ich mal, gegenüber Gott geäußert. Warum hast du diese Schöpfung so geschöpft? Nein, Luzifer kam nicht in diese Geschichte. Luzifer kommt nicht in diese Konstellation. Nicht in Gardeplan, okay? It don't fit. Vielleicht kann ich. Ja.
musst so drüber nachdenken, Hartmut. Vielleicht erinnerst du dich an die Worte aus Wahre Momente. 95% der Verantwortung hat Gott. 5% der absoluten Verantwortung hat die Menschheit. Eine Brücke, wo 5% fehlt, da kannst du nicht mit dem Auto drüber fahren. Nein. And we don't give schuld to Menschen. Achso, okay, we don't give. Wir geben keine Schuld für Menschen. We don't give fault to mankind. Wir bleiben einen Punkt. Wir bleiben in einem Punkt. Gott hat gesagt, teil alles von meinem Herz zu Menschen. Gott hat gesagt, teil alles von meinem Herz zu Menschen. Was hast du gehört? Was du gehört hast. Was hast du beobachtet hast. Was hast du Erfahrung mit was mir? Was du erfahren hast. Experience. Die Erfahrung, die du mit who hast. God say? Zu wem hat das Gott gesagt? To Jesus. Zu Jesus. Yes? So, if it's a human being responsible or Jesus? Ist es also jetzt die Verantwortung der Menschen oder von Jesus? Jesus. Jesus. Ja, Jesus. 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 If God world is not coming, wenn Gott in my timing, 100 years later, in meiner Zeit, 100 Jahre später. 100 years, I can say, human beings are fault, actually. Wenn Gottes Königreich in 100 Jahren nicht kommt, dann kann ich sagen, dass die Schuld der Menschheit. Chosen nation. Der auserwählten Nation. Mankind. Der Mensch. But if God will don't come at all. Aber wenn Gottes Welt rein gar nicht kommt oder nie kommen wird, then who is responsible? Wer ist dann verantwortlich? Please. Du. Give me an. I. Ja, dann ist Sahi verantwortlich. I responsible. Dann bin ich verantwortlich. That means I did not do what God asked me. Das heißt, dass ich dann nicht das getan habe, was Gott mir gesagt hat. God says, mankind will become with me in unification if you, what you heard, what you saw, what you experienced, tell mankind. Gott hat gesagt, die Menschheit wird sich mit mir vereinigen, wenn du all das offenbarst, was du gesehen, gehört und erfahren hast. So, if God will don't come at all, I'm responsible. Wenn Gottes Welt gar nicht kommt, dann bin ich nicht dafür verantwortlich. That means I have, dann bin ich dafür verantwortlich. Wenn I have not shared what God was asking. Dann heißt das, dass ich nicht das mitgeteilt habe, was Gott mir gegeben hat. I was talking too many things. Dass ich über so viele andere Dinge geredet habe. Wie Prophet, other Prophet. So wie andere Propheten. But the point I did not talk again. Aber über den eigentlichen Punkt habe ich nicht geredet. So I'm responsible. Deswegen bin ich verantwortlich. So Jesus is responsible 2000 years ago. Jesus ist also verantwortlich für das, was vor 2000 Jahren passiert. And million years, if word of God did not come, this Messiah responsible. Und wenn für Millionen Jahre das Königreich Gottes nicht kommt, dann sind die Messiasse dafür verantwortlich. Now come this another question, what you ask. Jetzt kommt diese Antwort auf die andere Frage, die du gestellt hast. Many creation left God. Viele Schöpfungen haben Gott verlassen. But not all. Aber nicht alle. Blue creation never fall. Die blaue Schöpfung ist nie gefallen. Golden creation did not fall. Goldene Schöpfung ist nie gefallen. Blue creation is male aspect. Die blaue Schöpfung ist der männliche Charakter. And golden are female. Und die goldenen ist der weibliche Charakter Gottes. And they never fell. Und die sind nie gefallen. And Jesus was saying, your kingdom come on earth like in heaven. Und Jesus sagte, dein Königreich komme auf Erden wie im Himmel. Jesus did not explain actually. Aber Jesus erklärte das nicht. Zero. Null, erklärte er. He did not even tell the difference what is the paradise and what is the heaven. Er sagte nicht mal den Unterschied, was das Paradies ist und was die Himmel. So Christians believe only paradise. Deswegen glauben die Christen nur ans Paradies. Paradise is a growing status. Paradiese sind aber noch Wachstumsstadien. But aber God will have already done in blue creation and golden creation. Gottes Wille wurde bereits getan in den goldenen und blauen Schöpfungen. So God is not the fault, actually. Gott, es ist also nicht Gottes Schuld. They are the creation. Sie sind die Schöpfungen, who are showing their back to God. Die ihren Rücken zu Gott kehren. If all creation will fall, wenn alle Schöpfungen fallen, then we say that God is the responsible. Dann sagen wir, dass Gott dafür verantwortlich ist. But all creation did not fall. Aber nicht alle Schöpfungen sind gefallen. There are certain creation with God. Es gibt bestimmte Schöpfungen, die mit Gott sind. It means when human beings are with God. Das bedeutet, wenn die Menschen mit Gott sind, they also are not fallen. Dann sind sie auch nicht gefallen. Yes. It's only a question of time. Das ist also nur eine Frage der Zeit. Okay, danke.
Hat jemand noch eine Frage? Otherwise, I... Today also this woman is here. Yesterday gave us coffee and... Who? This... diese, die, Julia, wie heißt nochmal die Frau? Gracie. Gracie. Hallo, Gracie. This woman who yesterday was there, she gave us coffee and she gave us many things. And she's, she also took booklets mm-hmm. and gave to people. If she had a question. Ich glaube, sie hört uns nicht. Gracie, hörst du uns? Nee, die hört uns nicht. Also sie ist gerade. Okay. Ja, okay. Okay. Inus, you have, or any person have question? Gabi, you or anybody? Inus, Lisa, or Krista, whoever you have question. Inus, beziehungsweise Enos, hast du Fragen? Oder Wolfgang, Gabi, Wolfgang. They are sitting many Meister here. Hier sitzen viele Meister. Yes. Said, ich bekomme das nicht zusammen, was du über die Eltern gesagt hast, über das Verhältnis der Eltern zu den Kindern, wo die Eltern verantwortlich sind für das Schicksal der Kinder. Und auf der anderen Seite sprichst du das ganz Individuelle zusammen. Ja, zum Schluss hast du über das Individuelle gesprochen. Und ich bekomme es nicht zusammen, diese beiden Seiten zu verbinden. Okay. She can connect those two sides of the fault of the family, the responsibility of the family and the responsibility or the fault of the individual. It's a logic sense. Es macht logischen Sinn, ne? In one contract come 10 people. Ja, wenn zum Beispiel contract in einem Vertrag. Yeah. Wenn in einem Vertrag 10 Leute zusammenkommen. There is a main person. Dann gibt es die eigentliche Hauptperson. And then there is a Teilhaber. Und dann gibt es die Teilhaber an diesem Vertrag oder an diesem Gebäude, was auch immer, worum es geht. Okay. Dann wenn Schulden kommen. Und wenn zum Beispiel Schulden kommen. Then it comes according to how much you have share. Okay. Ja, dann kommt es darauf an, gemäß den Anteilen, die du an besagten Objekt hast. Yes. So in the end comes then relative. Am Ende wird es dann also relativ, je nachdem. How much he have a collecting darkness. Wie viel diese Person an Dunkelheit gesammelt hat. For example, zum Beispiel, I'm also coming from fallen parents. Ich komme auch von gefallenen Eltern. Yes, but my parents were Sufi. Aber meine Eltern waren Sufis. They teach me few things. Die haben mich ein paar Sachen gelehrt. This was a fundamental foundation in my life. Das waren die fundamentale Grundlagen für mein Leben. That life is one bridge to come to know God deepest way. Dass das Leben eine Brücke ist, um Gott auf tiefste Weise kennenzulernen. But they did not count my growth actually. Aber sie haben nicht mein Wachstum verstanden gehabt. But this few education. Aber diese paar Erziehungen, Bildungen. I got it in history very near to God. Die haben mich in der Geschichte sehr nah an Gott gebracht. So this is always parent education also for future. Das ist also auch die Erziehung der Eltern für die Zukunft. When they will be near God, actually. Wenn sie Gott nah sein werden. And then their children can become greater than them. Und dann können ihre Kinder großartiger als sie werden. So this is a collection. Collection. Das ist also das Kollektive. Mm-hmm. But fundamental is New World belong to parents' education. Ja, aber das Fundamentale ist, dass die Welt Gottes zu der Erziehung der Eltern gehört. Then come. Now my growth and my parent growth cannot be compared. Jetzt sind mein Wachstum und das Wachstum meiner Eltern kann nicht verglichen werden. Okay. Ja. Okay. But I have taken this responsibility. Aber ich habe diese Verantwortung auf mich genommen. To come near God. Um Gott nahe zu kommen. Now God is opening new door for humanity. Und jetzt öffnet Gott eine neue Tür für die Menschheit. Tomorrow? Und morgen? There can be somebody greater than I. Kann es jemanden wieder anderen geben, der großartiger als ich ist? Because the love of God never stops someplace. Weil die Liebe Gottes hört nie irgendwo auf. Otherwise the movement of love will stop. Ansonsten wird die Bewegung der Liebe aufhören. So parents are responsible. Die Eltern sind also verantwortlich. Then individuals are responsible. Dann ist das Individuum verantwortlich. Then society is responsible. Dann ist die Gesellschaft verantwortlich. Then nation is responsible. Dann ist die Nation verantwortlich. Then the whole world is responsible. Und dann ist die ganze Welt verantwortlich. So collective
darkness. Like a Platte is not a strong, yeah? So als wenn die Platte, die Grundlage, wenn die nicht stark ist. Then they're gonna become many mistakes in the body when you structure. Ja, wenn die Grundlage nicht stark ist, dann werden viele Fehler im Körper sein, die dann aufgebaut werden. Yeah. So my explanation. Meine Verantwortung, meine Erklärung. This is the answer. Ist yeah. Das ist die Antwort. Yes. That's why I don't accuse Lucifer either. Deswegen beschuldige ich auch nicht Lucifer. Yeah. Ja. You have to see the whole actually. Du musst das ganze Bild sehen. But fundamental problem lay by the parents. Aber das fundamentale Problem liegt bei den Eltern. So what God was saying? Und was hat Gott gesagt? Adam and Eve. Adam und Eva. You become with me. Kommt ihr mit mir zusammen? Then family, society, nation, world would be different actually. Dann wäre die Gesellschaft, Nation, Welt und so weiter, die Familie anders. Now this is a big word. Und das hier ist jetzt eine große Welt. And God says, und Gott sagte, I began with you. Ich habe mit dir angefangen. Your family will grow, your society will grow. Deine Familie wird wachsen, die Gesellschaft wird wachsen. Through me. Durch mich. And this world which we living here, und diese Welt, in der wir hier leben, this will be passed. Die wird dann vorübergezogen sein. So in a collection. Das ist also eine kollektive Sache. Yes. Okay. So I pray. Okay, dann bete ich jetzt. When Chef, you have a question? Welcher Chef? There's only one Chef. Yeah.